Herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig. Heute geht es mal wieder um Pia und Zico und diesmal um den nächsten Part. Denn ich zeige euch natürlich nur so ein paar Auszüge. Der Stream ging noch wesentlich länger, aber ich zeige euch einen Ausschnitt, wo nicht nur Zico und Pia nochmal über das Sommerhaus gesprochen haben. Nein, auch Justine wurde zugeschaltet. Aber auch Vanessa und Alex, und die sprachen nochmal über Folge 7, wie die das alles so zusammen wahrgenommen haben. Und man merkt auf jeden Fall, dass der Umgang zwischen Zico, Pia, Alex, Vanessa und Justine und Arben definitiv auch freundschaftlich ist. Und das ja, merkt man dann doch, dass es dort anscheinend weniger Streit gab. Und komischerweise, so ein Serkan oder auch eine Valentina sind ja bei den Talks dann nie dabei. Also man merkt dann halt schon, dass es da eine Seite gibt, die pro Gigi, pro Alex und Co. ist. Und Valentina halt nicht ab kann und vielleicht auch sogar ein Serkan nicht. Ja, und dann eine Seite, die dann eher pro Valentina ist mit Maurice. Vielleicht auch Serkan, der sich noch einschaltet, der sich bei Valentina bislang ausgehalten hat, aber vielleicht kommt da auch noch was. Also es könnte definitiv noch spannend werden und ich wollte euch jetzt so einen Einblick darüber gewähren, was jetzt da noch so gesagt wurde zur Folge 7 und generell zum Sommerhaus, auch zu Valentina und dem Boxkampf und Co. wurde ein bisschen was gesagt und da stand ja zu der Aufnahme noch nicht fest, dass wahrscheinlich Jan gar nicht kämpfen wird. Also durchaus spannend, das Ganze auch nochmal Revue passieren zu lassen. Und wenn euch generell das Ganze interessiert mit dem Sommerhaus, wie gesagt, und ihr Gossip mögt, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Schaut jetzt und genießt, lehnt euch zurück, was da noch so passiert ist. Und ich werde natürlich zum Ende noch ein kleines Fazit für euch aufnehmen. Hi. Alex. Hi. Servus. Hi. Wie geht's euch? Was macht der Nasenbruch? Yeah. Der wächst zusammen. Okay. Ich bin Siehst du, siehst ein bisschen aus wie ein Monchichi mit der Frisur gerade. Ja, eigentlich trage ich keine Cap, aber die Leute haben sich schon beschwert, deswegen einfach mal ab. Geil. Wie geht's euch? Gut. Selber? Ja. Auch gut, danke, danke, danke. Freut ihr euch auf den DFL? Fleißig sehe ich die ganze Zeit, ey, krass. Jeden Tag, jeden Tag. Wo du noch stehen kannst, ey, heftig. Muss man durch, ne? Ja. Der Kampf steht vor der Tür. Ich bin sehr gespannt. Hey, Babe. Ich weiß nicht, ob wir das noch mitbekommen haben. Pia und ich haben gerade das Thema angesprochen, dass wir halt von Anfang an halt gesagt haben, dass wir halt, dass wir nach Sympathien gehen und wenn es halt darum geht, dass halt nur noch Leute sind, die man halt mag, dass man halt das stärkere Team wählt. So, das war halt von Anfang an das, was wir halt allen eigentlich offen kommuniziert haben. Und wir fanden halt, dass es jetzt so in der Folge nicht wirklich klar wurde, dass es halt von Anfang an so kommuniziert wurde, sondern so nach dem Motto, ey, wir wählen jetzt Tim und Carina, weil das sind halt die Schwächsten, ja, aber naja. Ihr habt es immer von vornherein klipp und klar transparent kommuniziert, auch uns gegenüber. Ja, und ihr habt immer mit offenen Karten eigentlich gespielt, so auch von vornherein, also vor den Nominierungen habt ihr auch eigentlich immer schon gesagt, wie ihr da aufgestellt seid und das ist eigentlich authentisch und genau, ehrlich. Sein sollte. Ja, voll aufrichtig. Ja, ich freue mich auch schon auf alles, was jetzt kommt, wo die Lawine losgeht. Aber wieso, warum denn überhaupt? Was war denn? Ja, es geht um das Stimmungsbarometer. Ich bin heute irgendwie nicht vom Planet. Ich habe keine Ahnung, was halt mit mir los ist. Aber irgendwie ich glaube, es geht um die Kurier-Situation. Ja, genau. Ja. Es geht darum, dass Zico Maurice gesagt hat, warum wir die beim Stimmungsbarometer gewählt haben und er sich dadurch mal wieder angegriffen gefühlt hat. Also der nächste Verräter sitzt neben mir. Jetzt ist der nächste Verräter Zico. Ja. Alles sind so Verräter. Nein, ich habe auch ganz klar kommuniziert, so, es gab die Hand zwischen Maurice und mir, ganz klar. Ist ja im Recht, scheiße. Aber das war halt anfangs und letztendlich sind wir halt der Linie auch treu geblieben. Wir haben halt gesagt, ey, wenn ich euch nicht wählen muss zu dem Zeitpunkt, dann wähle ich euch auch nicht. Warum auch? Weil Sympathien waren da und das hätte ich genauso auch bei Justin und Arben zu dem Zeitpunkt gemacht. So. Und da gab es halt ganz andere Kandidaten. Es waren ganz die Stehfest, die halt mega stark waren, die wir dann aber zum Ende hin auch nicht mehr gewählt hätten. So, ne? Und das war halt immer so ein Ding,
Ja, das kannst du halt nicht absehen, wer dann da zur Nominierung freisteht oder nicht. Ne? Das wisst ihr ja selber. Dann gibt es auch einmal irgendwelche Überraschungen. Wer kann unser Miracom rein? Safen sich direkt. Ja, das war schon crazy, was da alles abging. Mühse Abfuck. Auch emotional, das jetzt alles nochmal zu sehen und so, ist schon hart. Voll. Wobei ich sagen muss, die Folge heute für mich ging, die anderen Folgen, die im Vorfeld liefen mit Lord Voldemort, als die noch drin war und so, das war für mich härter. Das hat mehr mit mir gemacht, emotional. Absolut. Aber dieses Autospiel, das hat so kirre gemacht, das von außen zu sehen, wie jeder heftig ist. Boah. Ja, vor allem, du sitzt da drin, wenn du halt blind bist. Ich meine, Alex hat es ja mitgemacht. Ja. So. Und dann kriegst du irgendwelche Ansagen und denkst du so, Alter, sag mir doch, was ich machen soll. Sag nicht, fahr rechts, sondern sag mir, schlag ein und ne, fahr. Oder ich habe immer gesagt, ein bisschen ja, oder ein bisschen links, ein bisschen links. Und ich dachte, ey, was ist ein bisschen? Ja. So, ein bisschen? Ja. Aber das haben wir gar nicht gezeigt. Das musste ich im Interview zum Beispiel auch noch beantworten, weil ich ständig gesagt habe, ein bisschen nach rechts, ein bisschen, also, was ist ein bisschen? Ja, ich habe übrigens auch getan heute nach dem Spiel, hat man nicht gesehen. Ich bin aus dem Auto aufgestiegen und war richtig stark am Weinen. Man hat gesehen, es kommt. Und dann auch, als ihr das Stück zurückgelaufen seid, da wusste ich, okay, den anderen Mädels geht es ähnlich wie mir. Boah, ich habe so geheult vor Wut, ernsthaft, ich war so sauer. Ja, aber das Witzige ist, dabei haben wir uns danach noch nicht mal so krass angekackt irgendwie. Doch, wir haben uns schon angekackt. Gegenseitig? Ich bin ausgestiegen und ich habe geflucht. Ja, aber du hast auch gesagt, dass es machbar war. Und so. Ja, war ja. Also wir haben uns das schon angezickt. Das hat man aber auch nicht. Alex war machbar. Kurz davor, ne? Das ist dann so. Ja, bei euch war das ja so kurz davor. Wir mussten nur noch einmal einlenken. Einmal gut. Ich glaube, ich wäre auch ausgerastet. Das haben wir euch ja gesagt. Wir hätten nur noch einmal kurz. Ich glaube, der Reifen war sogar. Genau. War der nicht sogar eingelenkt? Der war schon auf der Stange. Ja, nur noch nicht gerade gedreht, glaube ich. Ja. Völlig absurd. Scheiße. Aber ja, gut, wir wären im Zweifel, wenn wir von der Zeit her halt nicht. Ja, wir wären hinter euch gewesen von der Zeit. Ja. Ich weiß gar nicht. Aber es wäre trotzdem in dem Moment einfach ein schönes Erfolgserlebnis gewesen. Klar. Ne? Ja, voll. Das braucht man auch zwischendurch. Ja. Hatten wir ja auch, als am Anfang nichts lief. Das demotiviert extrem. Voll. Ja. Ja. Ja, und wie nehmt ihr das jetzt gerade alles so wahr? Ist das für euch also schwierig gerade? Oder. Für dich ist das nicht so schwer, für mich ist das aber schon hart, weil bei mir ist es immer so, die Emotionen aus den Momenten kommen dann auch immer. Also auch als ich mich weinend gesehen habe, musste ich automatisch auch ein paar Tränen wieder verdrücken, irgendwie, weil das hat mich so doll an diesen Moment dort erinnert. Und das habe ich mit den anderen Momenten da drin auch, wenn ich sehe, wie gestresst man ist, wie genervt man ist, wie gedrückt die Stimmung ist. Das kommt irgendwie dann total wieder hier zu Hause so rein, wenn ich das sehe. Ja, das habe ich auch voll. Das nervt mich auch zwischendurch, dass ich das nicht so abschalten und kontrollieren kann. Aber da merkt man auch mal, was für einem Terror und was für einer psychischen Belastung man in diesem Ding da ausgesetzt war. Also ernsthaft. Also ich auch war so reif für die Klappe. Das ist auch hart. Ja. War schon nicht ohne. Ja, schon nicht ohne. Bin ich halt ehrlich gesagt froh, wenn der ganze Bums halt vorbei ist. Und man sich halt so aufs Wesentliche wieder konzentrieren kann. Ja, es raubt schon echt viel Energie und Fokus. Ich habe auch schon immer so halb Bauchschmerzen, wenn ich weiß, es ist jetzt Dienstag und jetzt kommt die nächste Folge. Weil du weißt, ich auch erwartet, was machst du in der Folge, was sagst du? Vielleicht sieht man wieder einen Streit oder irgendwas, was nicht cool war, was man gesagt hat. Es ist halt so unangenehm, sich auch zu sehen, wenn man irgendwie gerade streitet oder schlecht drauf ist. Und wer guckt sich dabei gerne an, ne? Und spult das nochmal ab. Ja, also keine Ahnung. Jeder hatte da irgendwie, glaube ich, mal so eine kurze Phase, wo er sich gedacht hat, jetzt im Nachhinein hätte ich mir klemmen können. Ne? Aber hast du Ayild jetzt aufgeladen? Okay, oh mein Gott, ich sag's heute, ist nicht mein Tag. Geil. Oh mein Gott. Ja, auf jeden Fall fand ich, was Akku-Lehrgang mit Tim und Carina war auch geil, ne? Aber es wurde echt komisch zusammengeschnitten, weil es hat gar nicht gepasst. Die Aussage vorher und Carina hat mir vorher noch direkt geschrieben, ey, nee. Und ich kann mich gar nicht dran erinnern. Es wäre ja gar nicht schlimm, weil wir hatten das ja so untereinander ausgemacht, wisst ihr ja noch, ne, glaube ich. Und dann kam das irgendwie so, ja, wir wollen euch nicht nominieren, weil wir gönnen es euch. Und dann kam,
ja, wir nominieren die, weil die die Stärksten sind. Da habe ich auch gedacht, hä? Nein, RTL? Nein, aber die haben die euch nicht nominiert? War das nicht so, dass ihr euch quasi abgesprochen habt und so nach dem Motto, ey, weil dann, nee? Also ja, war es, aber halt nicht mit dieser Aussage. Ja. Also die haben halt nicht gesagt, wir nominieren die, weil das das stärkste Paar ist, aber wahrscheinlich haben die das dann so zusammenge... Kein Plan auf jeden Fall. Das ist ja immer eine Begründung, wenn du irgendwen nominiert hast oder wenn du irgendwie beim Stimmungsbarometer irgendwen gewählt hast. Die haben ja immer gefragt, warum du die wählst. Und dann musst du dir irgendwas aus den Fingern saugen. Ja. Aber schon wieder legendär, ey. Aber man kann sehen, auch ohne Valentina, das ist spannend. Nächste Woche. Oh. Psycho. Ja. Leute, bald Famefighting. Wir sehen uns alle. Ich freue mich so ab. Bleibt ihr jetzt eigentlich im Hotel? Wir bleiben da, ja. Nee, wir schlafen bei Pia und Zico. Ah, die pennen bei uns, aber wir wohnen ja hier auch direkt. Ihr wohnt ja direkt dort. Ja, ihr seid auf der Liste, ne? Und das sieht auf jeden Fall gut aus. Ich bin aber schon aufgeregt. Ich kann Team Petrovic-Shirt anziehen, weil ich muss schick sein. Kein Problem. Alles gut. Ja, ich weiß gar nicht, was sie anziehen soll. Ist was Schickes, ist eine Gala, ne? Ja, ich ziehe auch ein Kleidchen an. Ja, wer weiß, wie ich aussehe gerade? Ich sehe aus wie das Ü-Ei-Männchen persönlich, wenn ich so ein Kleid anziehe. Ich liebe dich. Das ist so ein Happy Hippo. Ja. Wie so ein Kegel. Oh, guck mal, wir gehen bowlen. Voll süß. Das ist voll schön. Der Bauch schon gewachsen ist? Ja, ist schon nicht, also ist schon nicht wenig. Schon süß. Ich muss jetzt morgen mal zum Arzt, weil ich halt seit ein paar Tagen gesundheitlich echt ein bisschen angeschlagen bin, aber ansonsten ist alles gut. Scheiße. Oh Mann. Ich mehr kotzen. Leute, ich weiß gar nicht. Ich hatte vor, so ein T-Shirt anzuziehen mit Overknee, so was so ein bisschen cooler eigentlich. Was für eine Gala, was soll ich mich denn jetzt mit ein schwarzes Kleidchen da hinsetzen? Da platzt mir der Reis. Hey, Alex, wann ist denn das nochmal? Ich hab das gerade nicht auf dem Schirm. Am 4. Nächste Woche Samstag. Nein. Aber nicht. Doch, nächste Woche Samstag. Wir sind in 14 Tagen. Nächste Woche Samstag kann man schon sagen. Ja, krank. Krass. Ja. Aber wir freuen uns mega. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ich kann mir das, glaube ich, nicht angucken, wenn es dann wirklich natürlich kannst du ja auf die Nase kriegst oder so. Das Ding ist, ich kann mir Bocken generell eigentlich nicht angucken, auch im Fernsehen nicht. Ich glaube, das einzige Mal, wo ich richtig intensiv zugucke. So. Die Nase ist schon gebrochen. Nein. So. Nicht so doll, Alex. Nicht so doll. Vor allem, wir sind so in der ersten Reihe. Schatz? Wird auf jeden Fall ein geiles Event und das wird der Hauptkampf übrigens, ne? Yes. Ja, ich habe schon gehört, der Eugen hat auch gesagt, dass er sich auf euren Kampf irgendwie am meisten freut, habe ich irgendwo gesehen. Ja. Aber bedeutet das, dass ihr als Letzter kämpft? Oder? Genau. Okay. Wir kämpfen als Letztes und als Einziges 5 Runden. Weil da den Joghurt zu herausgefunden. Ach so, das hat das mit diesen 5 Runden auch. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was haben die denn alle mit ihren 5 Runden? Ja, ich habe beim Face-Off halt herausgefordert, komm, wir kämpfen 5 Runden, er hat zugestimmt und jetzt auf einmal will das jeder machen. Da hat der John versucht. Ach so, ihr habt ist das nicht dieser Hauptkampf dann? Genau, das ist der Hauptkampf. Also habt ihr den jetzt? Genau. Ja, was will der John wieder? Guck mal, wer da ist, Partner noch hier, wir lassen uns nicht lumpen hier, ne? Sehr schön, sehr schön. Ja, hier. Komm ich. Alter, Erna, was ist denn los mit dir? Ey, komm. Stativ sitzt da wohl drin, oder? Nein. Guck mal, wie die leuchten alle. Wir sehen immer aus, wie jetzt wir im Keller filmen. Alex, wieso kennst du mit Jogo? War gerade eine Frage hier. Wieso? Weil ich wurde angefragt, das war, glaube ich, schon vor Sommerhaus. Und das war der Einzige, der quasi in meiner Gewichtsklasse irgendwie in Frage kam. Und da dachte ich mir, komm, dann hast du jemanden, der auch Power hat, der auch Disziplin hat, der auch irgendwie körperlich fit ist. Warum nicht? Wird ein cooler Kampf. Aber hat er jetzt vorher keine persönlichen Gründe? Oder versteht ihr jetzt euch auch nicht so unbedingt gut? Ein ganz neutrales Verhältnis, aber
Das war dann wieder unter der Gürtellinie, wieder Temptation-Thema, hat es wieder aufgemacht. Ja, aber muss man das nicht eh machen vor so einem Boxkampf, dass man sich gegenseitig irgendwie beleidigt? Ja, schon, aber nicht auf diese Ebene. Also, ich weiß ja, nicht. Okay. Aber seid ihr jetzt, ist das jetzt nur so ein Beef über, wie man das so macht, oder habt ihr jetzt wirklich, versteht ihr euch gar nicht? Ja, so? Ich fand das zu viel und Vanessa hat es auch gecatcht und ja, im Endeffekt habe ich jetzt auch einen persönlichen Grund, gegen ihn zu kämpfen. Irgendwer schreibt gerade lieber gegen Maurice kämpfen, aber der hat eine andere Geschichte. Ja, würde ich ja gerne gegen ihn. Ja, ich glaub, hier. Ehrlich? Was? Also ich wiege 90. So. Boah, das wäre geil. Gegen Maurice kämpfen, Abend, oder was? Ja. Willst du machen? Gerade hier so eine Herausforderung. Mach mal klar, Alex. Hier, komm, Schatz. Ab im Ring. Ja, auf jeden Fall. Aber der wird sich doch niemals trauen nach der Tonne. Heulich. Der Löwe, der Krieger. Ach, guck mal, er wird sogar gefüttert. Danke. Ja, meine Kiwi immer teilen, immer. Ich muss das meiner Frau nicht sagen, dass sie mich vergöhnen soll. Oh, jetzt schreibt meine Mutter mir gerade eine WhatsApp-Zico wegen dir und schreibt, Erna, wo ist dein Ringlicht? Fazit des Ganzen, Stand jetzt ist es natürlich spannend, wenn wir über den Boxkampf nochmal sprechen, ob er jetzt stattfinden wird, ja oder nein. Ja, da gibt es geteilte Meinungen. Ich glaube, das sieht tendenziell momentan schlecht aus, aber es könnte natürlich auch nur eine Promonummer sein, damit die Leute drüber reden. Und ich bleibe natürlich für euch weiter am Ball, was das Sommerhaus angeht, auch was Zico und Pia sozusagen haben, auch zu Folge 8 oder 9. Wird, denke ich, hier auch noch Thema werden und sehr, sehr spannend. Und mir macht das riesigen Spaß, ja, rund ums Sommerhaus zu berichten. Aber auch keine Sorge, ich werde natürlich auch andere Themen für euch weiterhin hier rannehmen und habe auch einige schon aufgeschrieben, einige auf dem Zettel und dann auch demnächst wieder vor der Kamera mich präsentieren für euch. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Bis dann und ciao, ciao.